Hallo miteinander. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mich gefreut, wenn ein kleines Kind will. Es ist nämlich gestern ein Päckchen gekommen mit diesen zwei wunderschönen Stückchen Rindsfilet. Und zwar haben wir das geschickt bekommen von Luma Beef. Das ist eines der geilsten Stückchen Fleisch. US Prime, das ist die beste Fleischqualität aus den USA. Das können wir jetzt zubereiten, ganz klassisch, mit der Sauce Hollandaise. Und zwar eignet sich das Menü perfekt für Weihnachten. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt an Weihnachten, redet mit euren Verwandten, mit eurer Familie, mit euren Kollegen und macht ein gutes Menü. Viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes Ofen einstellen, 100 Grad Umluft. Dann habe ich hier Mödeli Butter. Dann gebe ich euch den Pfänd rein, stelle das auf 3. Von 9, dann auf ganz langsam schmelzen. Dann hier hinten Bratpfanne, um das Fleisch anbraten. Auf 9 von 9, dann brauchen wir Vollgas. Wenn die Pfanne heiß ist, Olivenöl. Fleisch rein ablegen. Das muss richtig heiß sein. Zweite Seite. Auch anbraten. Und so ist es perfekt. Die Röstbitter, ich freue mich drauf. Wir haben extra gar nicht das Fleisch tun. Wenn man so gutes Fleisch hat, wir wollen richtig viel Eigengeschmack daraus raus. Das heisst, wir dann noch Salz tragen, ein bisschen Pfeffer. Nachdem das braten ist, das ist gar nicht. Das marinieren nicht. Aber gut, die Seite noch ein bisschen anbraten, dass das Fleisch schön geschlossen ist. Von allen Seiten, dass der Fleischsaft weniger austretet. Und dann, das Allerwichtigste, bitte. Fleischtemperaturmesser oder Kerntemperaturmesser. Schön hier in die Mitte geben. Das lohnt sich absolut. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, geht irgendwo einen kaufen. Es ist schade. Wenn ihr so gutes Fleisch habt, unbedingt auf Punkt gebraten. Und zwar Kerntemperatur 62 Grad. Das Ziel ist 64 Grad. 2 Grad tut es nicht beim Abstand noch ein bisschen ausgleichen. Stelle ich hier ein. Das ist natürlich ring, wenn man so einen Ofen hat. Es gibt aber auch normale, so einfach ein drinstecken Stecken ins Fleisch, wo einfach die vorne dran Anzeige haben, geht auch. Der Wein, den wir heute vorstellen wollen, ist ein Traum. Und zwar schmeckt er nach Brombeere, nach Weinbeere, ein bisschen nach Leder, oho. Und auch ein kräftiger Wein wieder. Ist doch oder passt perfekt zum Rindfleisch, grilliert oder auch gebraten, wie wir es mehr heute machen. Und ist garantiert kein Alltagswein, oder? Nein, ist eher ein bisschen höheres Preissegment als die, die wir bis jetzt gezeigt haben. Geht nachschauen, ladet euch das Rezeptblatt ab. Dort ist der Link drauf. Und dort findet ihr genau alle Zutaten für das Rezept. Ich bin froh, dass wir den Wein jetzt endlich offen haben. Das andere liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren. Endlich du. Cheers. Cheers. Gut, dann habe ich hier eine runde Schüssel. Pfanne mit heißem Wasser. Da gebe ich jetzt 2 Eigelb drin. Dann Weisswein. Und dann das schön aufschlagen. Gut, und jetzt hier schön einfach schaumig schlagen. Das Ganze. Dann gebe ich mal ein bisschen Salz dazu. Nicht zu viel, können wir nachher immer noch ein bisschen dazu geben. Gut, wenn es schön schaumig ist, gehen wir langsam mit der flüssigen Butter dazu. Zuerst mal nur ein bisschen, schön vermengen. So tröpfchenweise, immer schön rühren. Immer über die ganze Fläche vom Schüssel. Damit es auch nicht fest wird. Jetzt haben wir noch eine Flocke drin. Rühren, rühren, rühren. Butter habe jetzt alles drin. Ein bisschen Zitronensaft zum Aromatisieren. Gibt noch etwas Frische drin, weil es relativ eine schwere Soße ist mit all dem Butter. So, dann Löffel probieren. Mmh. Mmh. Fantastico. Salz hat es genug. Ein bisschen Pfeffer. Normalerweise nimmt man weißen Pfeffer. Weil es ganz eine helle Soße ist, dass man nicht so schwarze Stückchen drin hat. Schwarze geht aber auch. Und ist recht. Also, ich habe es lieber vom Geschmack her.
Und jetzt seht ihr, die Sauce Hollandaise ist relativ dünn. Das ist aber gut, weil jetzt, oder in der heutigen Zeit, hat man die Soßen eher dünn servieren und nicht mehr so dick wie früher. Das heisst, perfekte Sauce Hollandaise. Gut, das Rindsfilet, 62 Grad gewesen. Dann ein bisschen jetzt ist es auf 64. Das hier raus, ein bisschen anschneiden. Wow. So soll es eben genau sein. Hammermäßig. Sieht richtig geil aus. Dann ein bisschen grobkörnig Salz oben drauf, weil Salz hat es noch gar kein dran. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Ein bisschen Sauce Hollandaise. Jetzt. Wunderschön sieht das aus. So sieht das aus. Rindsfilet mit einer Sauce Hollandaise. Perfektes Essen für Weihnachten. Wow. Fleischqualität lohnt Lecht sich. Mir. Eindeutig. Hure gut. Kochen es unbedingt noch. Und wir geniessen jetzt das gute Stück Fleisch. Lecht. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.